Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Trails of... Nein, Trails in the Sky. Jetzt wollte ich Trails of Cold Steel sagen, weil ich gerade was drüber gestimmt habe. Wir haben immer noch dieses Arschlochmonster. Und erstmal werden wir gleich von vornherein auf die Entfernung zuschlagen. Mit Crafts. Mit Arts. Du kannst nur einen machen, ne? Aquablink. Wobei man den eigentlich auf Heilung dann machen soll, ne? Egal. Oh, wow. Achso, ja, Guard. Ja, schön, dass ich mal heile, ne? Er ist gleich nochmal dran. Craft Moral. Dann wird er stärker. Eigentlich wollte ich es ohne euch schnell machen, aber ich dachte mir, jetzt kommt scheiß drauf. Hau mit rein. Die müssen wir jetzt dann heilen. Nicht killen, sondern sterben bloß bitte. Sehr gut. Item. We're good to go. Hey, wieder das zuerst. Er hat irgendein Problem mit ihm, kann das sein? Okay, beim nächsten Angriff geht er drauf. Das heißt, du, schön weggehen. Ja, du musst mal auch ein bisschen weg. Ich glaube, ich kann den aber so auch weghauen, oder? Die geht auch nicht nah ran, wenn er das in so das macht. Elender Drecksack, Alter, wie ich halt da drauf gegangen bin, weil ich erst Nahkampf gemacht habe. Was für eine Arschgeige. Kriegst du mit Monster und durch Main Road? Wo war jetzt die Map? Da. Rolent. So, jetzt schauen wir, dass wir wieder zurückkommen. Jetzt haben wir eigentlich alle Quests gemacht. Wir haben den Stein gefunden, wir haben das Monster erledigt und wir haben die Farm gerettet. Und ich weiß nicht warum, aber umso mehr ich das spiele, umso mehr habe ich irgendwie Bock auch Jetzt habe ich für den Namen wieder vergessen. Breath of Fire 3 zu spielen, aber da müsste ich erst einen Emulator wieder schauen. Warte mal. Das ist das einzige Problem, hier ist alles so... Wobei, wir können ja... Da ist die Bracer Guild. Good morning, how did the job at the farm go? You hit a few bumps in the road, but let me give you a brief report of the details. Joshua gave Anna a rundown of last night's event at the farm. Junior Bracer, 9th class. Total BP 5, jobs complete 2. Personal farm monsters, payment 1000 Mira, current rank is junior. You ended up setting the monsters free because the Petzel family requested you to do so. I think it was a premature on their part, but I won't pursue the matter any further. Is it okay to leave things at that? The mission of the Bracers is to protect civilians and uphold justice. However, there are many ways we can protect those around us, and there are many forms of justice as there are stars in the heavens. As a Bracer, it is your job to be able to discern these things. Indeed, our work has very profound implications if you think about it in that way. That's because we are an organization that deals strictly with monster problems. We also intervene when disputes arise between nations. To become a high-ranking Bracer, one must have more than combat strength. A well-honed mind and flexible problem-solving skills are also required. A sharp mind and problem-solving ability, huh? Serious, the road is a big league. To the big league sounds a lot steeper than I originally thought. Haha, well then your only choice is to devote yourself to working hard every day. And since your boss here, why don't give you the details of your next show? Those are the words I've been waiting to hear. Ready for anything, so what you've got lined up for us this time? Another monster that needs to go wipe whipping? Not this time, this next job will entail the transportation of goods. And this gets your client is none other than Major Klaus himself. Really? A request from the mayor? Do you think I'll be alright, leaving such an important task up to us? From what I've heard, it's a pretty simple job. In any case, I'd like you to speak with the mayor directly about the job details. Ja, wo haben wir das jetzt mit dem... Find the shiny rock. Mention quartz... oh, jetzt sind wir schon... Ach, good work. It seems like you complete your objective without any trouble. Finish your... any other job, please come back and report again. Yay. Das heißt für mich aber... Nicht da rein. Ah ja, doch, da abends. Shop. Buy. Genau, ihm fehlen noch die Arme. Armor. Und wir brauchen neue Schuhe. Kriegen wir zwei hin, nehmen wir noch das eine hin. Was ist da? Prevent Poison, Blind und Sleep. Nee, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Ah ja, Convert, ne? Oh. Ah, 97 ist das euer Scheiß Ernst jetzt, ey. Sell. Nochmal. Beast Flash. Warum ist es hier nur 12 wert, Alter? Ey. Also in Erebonia kriegst du mehr Kohle dafür, sorry. Fresh Herb, Crispy Onion. Ich kann auch direkt hochgehen, das habe ich schon gar nicht mehr gewusst. So, Denner, Armor West. Spikes. So, jetzt können wir nochmal Shopping, Selling, Leather West. So, jetzt kriege ich die dämlichen Schuhe auch noch. Ist gut zu wissen, dass das so ist. Okay. Let's go. Ich habe in letzter Zeit viel zu sehr angewöhnt, let's go zu sagen. Modify and Trade. Slot. Estelle. Ja, ich kann das aufmachen. So. Quartz. Ich würde gern Feuer machen. Warum kann ich kein Feuer machen, ihr Penner? Ich könnte auch keins mehr aufmachen, da bräuchte ich noch was. Aber warum kann ich kein Feuer machen? Picard, Blind, Action, Impede, Evade, Attack. 5 Stärke, 5 Verteidigung. Warum heißt es dann Attack, Alter? 5% Energie. Defense 5%. EP kostet minus 10. Time to cast Arts ist Cut. Ja, nee, da machen wir jetzt erstmal. Oh, ja, könnte man eh nicht. Schweinerei, Alter. Mehr. Wo müssen wir da hin? Roland Mayer's Residence. Der hat auch bloß so ein... Do you think the mayor's even in today? Being as busy as he is, I'm sure there's a pretty good chance that he's out. Well, bless my soul, if it isn't Estelle and Joshua. Hi, Mayor Klaus. Mayor heißt es doch normal, oder? Major ist ja dann... mit J. Ist mir egal, wir waren jetzt bei Mayor. I hope we're not disturbing you, sir, but we've come on behalf of the Bracer Guild about a job you requested. Yes, I heard from the guild that the two of you would be coming. So you're taking over your father's work while he's away, are you? Well, we're trying to at least. I'm very sorry about my dad and reneging on his promise like this. There's no need for apologize. Knowing your father isn't typical for him to be swamped with work like this. Anyway, with Lita and my wife out and about, I'd like to move this conversation somewhere else. Why don't we head upstairs to my study and go over the details? Through that Unsinkil finds this request particularly difficult, and it's for that reason I think that asking the guild to do this job may have been a bit presumptuous. Unfortunately, I'm unable to get away from my work and I had to break it down and ask the guild for help. We were informed that this job involves the transport of certain something, but what is it exactly what you would like to carry and where? I would like you to pick up a septium crystal from the Malga Mine and deliver it here. When you say septium, do you mean like seppis, as that we often come across? Actually speaking, seppis is a fragment septium which is too small to be used as precious stone. Therefore, the seppis is refined and proceeds into quartz, which can be installed into Orbments. Well, that's a difference, huh? I think I've got a better grasp on things now. We've actually been able to obtain a certain kind of septium called Esmelas from the Malga Mine since the old days. However, since a large piece of this crystal was recently discovered, I've asked the mine chef to hold on to it until someone could pick it up. So, you'd like us to pick up this crystal from the mine chief and bring it here, is that correct? Precisely. What do you think? Is this something you think you can handle? The transport of a precious gem, huh? That'd be a nice change from fighting monsters, should keep us on our toes too. Alright, we'll do it. I appreciate your willingness to help. Please take this with you. Mayor's referral. If you show to one of the workers, they should let you into the mine. Good luck. Ich will die Kiste haben. Gib mir die Kiste. Du geiziger Mistkerl, jetzt gib mir die Kiste. Verdammter Mistkerl. Für dich mache ich nochmal einen Job. Mach den Safe auf. Ich will wissen, was in dem Safe ist. Da ist noch eine Kiste. Ihr könnt mir nicht über der Kiste hinstellen, so mich doch nicht öffnen lassen. Das ist Quälerei, Mann. Wo müssen wir jetzt hin? Zur Mine. Da ist der Port, Malga Trail. Nicht mehr ein Rolent, das Highway. Wir sollten vielleicht mal nachschauen, ne? Mayor. The request comes from the mayor himself. The job is returned. North of Rolent. Okay. North. Da oben dann, oder? Nee, er wird halt da sein, wo die... Hä? Wo soll ich jetzt hin? Ellis Highway. Oh. Das war nicht irgendwie das, was ich vorhatte, aber schauen wir mal kurz. Bright Family House. Gurun Gate. Die haben überall diese Gates, ne? Und ich dachte mir, das wäre so ein Erebonien-Ding, dass die halt wirklich jeden Scheiß mit irgendwelchen Gates abgedeckt haben. Malga Trail. Malga Mine, okay. Oh. Gleich mein Aschgegner vor hinten rein. Sie hat genau dasselbe abziehen. Das finde ich irgendwie immer komisch. Ich meine, normal ist doch unterschiedliche Stärken und Schwächen, oder? Vielleicht wird es aber später noch rauskommen, einigermaßen. Und mich stört, dass die Monster so spät auftauchen. Ich meine, es wird jetzt damals der Rechenleistung geschuldet sein und alles. Leider, zu der Zeit waren noch bestimmt die Spiele auch noch schon teilweise wegen weiter. Oder ist es absichtlich, damit du voll nahe rennst? Ah, genau, da drüben geht's zur Mine und da geht's zum Esmelas Tower. Da konnte ich mich sogar noch dran erinnern. Ja, wir sollten die Pflanzen mitnehmen. Ah, shit. Schön weggedurst, right? Oh, wirklich, jetzt haust du da daneben. Okay, das läuft doch gut. Warum habe ich so wenig... Oh, shit. Ich habe nicht gepennt oder so, ne? Oh nein, 0. Wenn du so weitermachst, ziehst du mir noch 0 ab. War jetzt vielleicht die beste Entscheidung. Ich glaube, wir sollten... Gehen wir nochmal zurück. Ich verlasse mich jetzt einfach mal drauf. Dass ich oben eine Heilung habe bei der Mine. Oh, shit. Ich hasse es, dass der in meinen zweiten Charakter reinfliegen kann. Das ist doch scheiße, ist doch das. Ich meine, du kannst den Typen nicht kontrollieren, ey. Deswegen sollte der eigentlich nicht sein. Nach meiner Meinung. Ja, verzieh dich bloß, Alter. Fast wäre es schon wieder passiert. Dreckige Bastardviecher, ey. Meine Mutter waren Regenwürmer. Ah, fuck. Oh, shit. Okay, okay, das ist nicht geil. Mist, der Drecksack hat es überlebt, ne? Komme ich dahin mit einer Attacke? Oh, komm, Estelle, warum? Es ist ein verdammt langer Stab, Alter. Da muss wohl so einen dämlichen Käfer treffen. Ein Käfig, nämlich einen riesigen Käfer. Aber ich verdammt nochmal vergessen habe, dass ich nicht geheilt werde. Ernsthaft? Es ist scheiß riesige Käfer, Alter. Warum könnt ihr die nicht treffen? Ja, jetzt trifft es sie. Das ist so. Einmal müssen sie mich schlagen, weil sonst treffe ich sie nicht. Ja, ja. Jetzt wollt ihr mir bloß zeigen, dass die dämlichen Käfer auch zu Futter daneben schlagen können, stimmt's? Nein, 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 nicht schon wieder Dual Strike, das sparen wir uns jetzt auf. Ich muss zugeben, mir fehlt ein bisschen der Gegenschlag hier. Ja, man muss halt auch sagen, dass das der erste Teil ist von der Trails-Reihe, ne? Saber Pinion, ne? Was mit der Pflanze? Sind wir jetzt bei den blöden Minen? Oh ja. This is the entrance to the Malga Mine. If you're not here on business, then I'll have to ask you to leave. Believe it or not, we are here on business. Rolent Mayor's Klaus has asked us to come here and pick up a certain septium crystal. Shows Landersham a referral. Well, alright then, if you got a referral from the mayor, then that's a different story. I don't mean to make your job any more difficult, but would you mind going inside and speaking with the boss directly? I'm supposed to stand watch out there. Sure, that's fine, but why the boss? We're actually here to see the mine chief. The mine chief you're talking about is actually our boss, Mr. Gaddon. He managed the mine and all of its workers. He's the kind of guy who enjoys discovering a septium lot more than eating 3 meals a day. Fairly sure he's working down in the lower timbers today. Thanks for the tip. We'll go see if we can locate him. Okay, jetzt ist die Frage, sind da Monster drin? Ja, es sind Monster drin, ne? Check it out, it's a minecart. Do you think it's powered by Orbments too? Looks that way to me. How about we get in and see where we take us? Ride the minecart. Okay. Kann man hier wissen, wo das, wenn ich den Hebel umlege, ob man dann geradeaus hinterkommt. Ja, okay, sehr schön. Oh, hey, wer bist du? Great Adios, what are the kids doing down here? Are you friends with someone who work here in the mine? Not exactly, we've come to see the mine chief at the request of the mayor. Oh, Oh, so you're here to buy the crystal, are you? Well, if you're looking for the boss, he should be in the tunnels below. There's an elevator at the end of the tracks, the opposite side of the mine, you can go down there. At the end of the tracks, on the opposite side of the mine? When you were riding on the mine cart, you noticed the place along the way here, the track diverged, right? If you follow that other line, you'll reach the elevator. In order to get there, you'll have to... Yeah, blah, blah, blah. Du bist lustig, dass die das was eingebaut haben. Wir gehen trotzdem mal schnell zurück, weil ich wissen, was da an der anderen Seite ist. Scheinbar nix. Okay, dann halt nicht. Bläh. Nein, warte. Wir müssen erst den dämlichen Hebel umlegen. Und wie kommt der andere eigentlich immer vor? The elevator we're supposed to use reached the lower tunnels, right? Why doesn't it work? Let me have a look. There's orbital energy running through it, but it appears to be mechanically locked. We should go back and ask the miner about it. Hä? Wow, Alter, ist das euer Scheiß Ernst? Jetzt bin ich hingefahren, bin wieder zurückgefahren. Um zu schauen, was oben ist. Bin dann wieder zurückgefahren, hab geschaut, was oben ist, fahr wieder zurück. Nur um dann nochmal umzuschalten, um wieder nach oben zu fahren. Alter. What did you say? The elevator wouldn't work? Ah, I see what the problem is. You need the key to activate it. But since you don't have one of your own, we'll help you out by lending you mine. Elevator key. Much appreciated. Once your business here is finished, we'll make sure to return it. Vielleicht. Vielleicht sammeln wir auch einfach nur gerne Schlüssel von fremden Leuten. Ich glaube, ich würde es den ganzen Tag machen. Estelle, try using the key we just borrowed. We should be able to get the elevator working this time. Estelle, use the elevator key. Look, we can use the elevator now. How about you head down into the lower tunnels? Use the elevator. Achso, da geht's Abgrund. Da geht's noch nicht weiter. Müssen wir wahrscheinlich erst irgendwie voll labern. Eek, you scared me there for a second. So you're looking for the mine chief, are you? I'm sure he's somewhere across the bridge. Okay. Das sind aber ziemlich wenig. Achso, ich kann da drüber laufen. Sag das was. Oh ja, ich hab's gewusst, dass da, wenn da irgendwas sein sollte, dass ich da resten kann. Ich hab fast vermutet, dass da irgendwas abgeht. Oh man, I had a ton of food, but now I'm hungry again. Maybe I ought to try sneaking off to town for lunch again. It looks like Trent was cutting work again. I can't believe he's still pulling the same stance after the last earful he got from the bus. Und das erzählt jetzt irgendwelchen Typen, die gerade hereinkommen. Wow, der Boss ist so hart, er hat gleich 3 Spitzhacken auf einmal. The reason why we've been able to work like we have is due to the grace of the goddess herself. Best remember to give thanks. You said you're looking for the mine chief, he was here a moment ago. Heaven and earth, what are two kids like you doing down here in the mine? You're the mine chief, right? Boy, I'm glad to see you. We've been searching all over this dank place for you. We're with the Bracer Guild and we've come today on behalf of Mayor Klaus and all Mayor's referral. I see. So you kids are bracers, are you? It's quite a feat for being so young. Hey, I'm not that big of a deal. By the way, you're supposed to have some sort of crystal for us, right? Alright, give me a second. The This little baby is something you don't see every day, which is why I've been keeping it as close to myself as possible. The mine chief pulls a large grain crystal from his breast pocket. Wow! I've never seen a crystal this big before. That is impressive. There seems to be lights rolling around inside too. One of several types of septium, specifically it's an Esmelas crystal, which is endowed with the power of wind. For a gem of the size, you're looking at a hefty price tag. I'm talking about a small fortune here. Make absolutely sure that this gets to the mayor. Roger that. Septium crystal. It's so beautiful. It feels like I'm carrying a little fairy in my hand. This is super fun. Check this out, Joshua. That's nice and all, but how about you stop horsing around? If you drop, we could be some in real trouble. Fine, you big killjoy. Estelle puts the crystal away in her pocket. Well, I guess that's it. Well, get off your hair now, Mr. Gaddon, but don't worry, we'll make sure this gets to the mail. I'm counting on you, kids. Huh? What's the matter? That's odd. The airflow down there suddenly shifted. The airflow? The sand, it's... Whoa. Ah! Is it over? Was it an earthquake just now? No, it seems that there's been a cave-in somewhere within the mine. I wonder if one of the miners hit a patch of loose ground. It better check on the extent of the damage. Look out, Estelle! What? Estelle ist das, Alter? Hummermutanten. Ah, shit, wir müssen den Typen beschützen. Und die halten was aus. Okay, 15 geht. Sehr schön. Schön zueinander, damit ich euch platt machen kann. Oh, fast kommt er hin. Wow, und da kommt einfach nochmal dran, der Penner. Ah, ich hasse dich. Der wäre doch fast down gewesen. Also der Joshua kriegt echt am meisten ab, ne? 97, ne, das kriegen wir mit einem normalen Angriff nicht weg. Wie der halt lieber ihn angreift, so. Oh ne, da gehe ich lieber zu ihm. Frage, wäre der schneller tot mit Magie? Oh ja, wäre. Aber davon lassen wir uns nicht aufhalten. Well, there. Do you usually have problems with monsters like this? No, this is the first time we've ever had anything like this happen down here. Monsters have a predisposition which attracts them to the glow of septium. So we've had a lot of them wander into the mine in the past, but judging from the situation, maybe the recent cave-in opened up a hole connected to a den of monsters. Did you say a den of monsters? It's not inconceivable. This is no time to be standing around thinking about it. We've got to get all the other workers out of here. If that's the case, then how about letting us help out? You're kidding, right? Monster extermination is right up our alley, and besides, every minute counts. You're right, some extra help would be much appreciated. So how many miners are we looking at all? This should only be 4 others working here in the lower tunnels. Got it, now let's go find them. Sorry about all this, alright. Take these and use them if you need. Tierbahn, sehr gut. Warum haben wir ihn dabei? Ach komm, wir müssen die Monster killen, wir müssen aufsteigen. und zum anderen? Ja. Machen wir zwei, aber machen wir immer zusammen halt. Wenn die schon so viel aushalten. Und er läuft wieder wie irgendwo durch die Gegend. Ja klar, lauf zum Monstertrottel. Ja, genau deswegen. Super bist du, echt super bist du. Wie wär's, wenn du direkt ins Monster reinrennst? Die scheinen sich zu freuen, wenn sie an einem alten Sack knabbern können. Monster Carapace.